Ach ja, so ist das. In der letzten Folge konnte man sehen, dass ich schon recht unerfahren bin, was so Beat'em'up angeht. Ach ja, da kommen ja erstmal wieder die ganzen Leute. Weil ich habe ja erstmal so einen Bosskampf gehabt mit den beiden Girls. Und dann stellt sich auch noch heraus, dass jetzt auf einmal auch noch Mr. Vegan höchstpersönlich auch noch in die Fläche auftritt. Wir halten die nicht mehr gerade so viel aus, wie viel gerade. Deswegen muss ich mal. Echt, ich habe mich jetzt selber mit der Flasche getroffen. Deswegen muss ich mal ein bisschen jetzt aufpassen und ein bisschen konzentrierter spielen. Einfach nur, dass ich mehr abwehre. Ich denke mal, ich verliere auch nichts dabei, wenn ich halt ganze Zeit abwehre. Ah, okay. Oh, ich wäre doch schon. Boah. Na, komm her. Ja, doppelseitig ist schon scheiße. Ja, okay, ich kann höchstens noch geworfen werden. Ah, okay, da muss ich wieder schnell drücken. Aber nicht mit mir! Oh, komm schon, Leute. Hm. Muss man hier die ganzen Münzen auch einsammeln. Ganz eine gute Kohle. Da brauchst du gar nicht nehmen. So, komm, jetzt in die. Wow. Boah. Im Flug? Neuer Move. Ach so. Ah. Gar nicht mal so schlecht. Wie oft kann ich das machen? Na, kommt her. Ja, ist klar. Wieder alle auf den Haufen. Boah. Hacken will ich die gar nicht. Ach, komm schon. Dein Outfit ist alt. Okay, das Spiel ist auch schon ein bisschen alt. Also von da an. Von der Film. Gehen wir erstmal wieder in den Shop rein. Kann ich auch mehr davon kaufen, dass ich dann noch mehr Leben habe? Ich kann auf jeden Fall die Sachen dauerhaft, also dutzendfach kaufen. Aber ich möchte noch eine Tüte Kartoffelchips haben. So, jetzt können wir rausgehen nochmal wieder. Weißt du was? Weißt du nicht, ob das alles addiert wird? Probier das jetzt einfach mal aus.
Ja, komm her. Ja, ist klar. Jetzt kommt der auch schon. Ist klar, komm mal. Jetzt ganz. Okay, so geht's auch. Komm her. Gib das Paus Maul. Jetzt kommen die Bodyguards. Na, kommt her. Ihr könnt jetzt was erleben. Also alleine jemanden zu packen ist schon blöd. Ah, ich muss hier weg. Vor allem, wenn die beiden Bodyguards auf einer Seite sind. Oh, der Move ist schon cool. Also für mehrere ist er auf jeden Fall echt gar nicht mal so unpraktisch. Ja, haut nur ab. Beiklinge. Wollen wir hier die Kohle einsammeln. Ich mache ich jetzt alleine fertig. Na, kommt her. Ah, Mist. Ah, läuft auf jeden Fall schon mal besser als gerade. Also in der letzten, besser gesagt, in der letzten Runde. Gut, ich habe die Aufnahme direkt weitergemacht. Aber ich wollte die Aufnahme jetzt nicht so lange machen, weil eine halbe Stunde ist schon ein bisschen für meinen Geschmack zu lang. Na, kommt her. Ich krieg das so aufs Maul. Jetzt frage ich mich, kann ich nochmal zurück, ganz zurückrennen? Ach guck mal, dann kaufe ich jetzt nochmal Chips. Weiß ja gar nicht, ob das was bringt. So, nein, ist da alles gut. So, und das. Hab ich's. Ah ne, ich hatte so noch 13 Leben. Ja, du bist alleine. Du kannst, kriegst jetzt so aufs Maul. Ah. Na komm, ich will dich jetzt erst alleine haben. Hui, so. Okay. Mal sehen, ob ich das hinkriege.
Na, okay, wenn ich aber so. Ja, der Move ist gar nicht mal so schlecht mit dem Sprung. Boah, ich war kurz vorm Super-Move wieder. Ach komm, mach ich euch drei so fertig. Mal sehen, wie viel Hits ich schaffe. Ah, das hat auf jeden Fall genug Tugend getan. Kann da jetzt gleich nicht nochmal Bodyguards? Da war doch irgendwas. Also ja, da sind sie doch. Oh ja, nicht nur Bodyguards, aber das hat leider ein Leben gekostet. Ah, komm schon. Okay, ich dachte schon, das hat 66 Schaden gemacht. Oh, kann er nicht. Oh, der hat sich ganz aufgelöst, der Bodyguard. Sonst halt, okay. Aber diesmal war das nicht so viel. So. Ich hoffe mal, ich komme nochmal zum Shop. Dann hole ich mir jetzt nochmal Kartoffelchips. Einfach aus Sicherheit. Ich will jetzt echt auf Nummer sicher gehen. Keine Ahnung, ob das noch was bringt. Aber dass der da nochmal nochmal gleich da kommt, also direkt im Anschluss, das ist übel. Da muss ich wirklich gleich wieder defensiv spielen. Ja, was da wohl abgegangen ist. Sie natürlich voll angepisst. Aber ich gehe nicht ohne mein Fass. Die Haupttribüne. Hauptbühne. Wow. Na, das war's schon. Oh, komm schon. Nur weil die jetzt in mir stand. Ja. Oh, komm schon. Ja, das ist jetzt gut. Immer schön in die Fresse. Ja, okay, in den Bauch. Hm, wo stoppt die?
Na, der nächste. Na, guck mal, die haben, da die sich schön eine Energieleiste teilen. Oh. Och, echt jetzt? Die haben das immer die Schläge geteilt. Oh, das war ja passend. Ja gut, ich weiß jetzt nicht, wo die jetzt aufhört hier mit ihrem Teleportation. Ah, wo hörst du auf? Ah, guck mal. Wow. Miese Kuh. Ja, da ist die K.O. Allerdings, ja, die beiden vergehen. Kann ich noch ein bisschen Loot einsammeln. Und jetzt kommt der Big Boss, der große Veganer. Wie? Ja. Das ist die vegane Superkraft. Backstage-Labyrinth. Wie der mich einfach rausdrängt. Boah, das kann man gar nicht alles schaffen. Ja, okay, hat er mich direkt rausgeschleudert. Das finde ich jetzt so geil. Guitar Hero. Bam! Halt die Fresse! Oh nein! Klären wir das draußen. Ah ja. Ah ja, Veganer ist halt nicht außer Acht zu lassen. Kann ich das so irgendwie abwehren? Boah. Der blinkt noch niemals, ey. Alter. Na komm schon, jetzt bist du in der Ecke. Was kommt denn jetzt? Alter! Das hat doch schon nichts mehr mit vegan zu tun. Oh, da war ihn. Ja. Es ist wahr. Leg dich niemals mit der Veganer-Polizei an. Legt euch niemals mit der Veganer-Polizei an. Ihr könnt's, ihr bereut es nur.
Aber ich weiß auch nicht, wie ich das abwehren kann, ne? Diese komische... Die Strahl... Damit habe ich nicht gerechnet. Wie ganz Gemüse. Ah, wenigstens blinkt er jetzt. Boah, die komischen Psi-Strahlen wieder. Ja. Vor allem doppelt. Ah, was soll's, aber dann ist halt so. Schön, richtig fies gemein, wenn er am Boden liegt. Weil sonst kommt man nicht gegen die vegane Superkraft an. Macht ja auch zum Glück nicht so viel Schaden, aber dennoch. Komm schon, du bist schon am Blinken. Nee, kann ich nicht abwehren. Oh oh. Die vegane Superkraft. Macht das jetzt dreimal vielleicht? Ja, der macht es dreimal. Irgendwie habe ich damit gerechnet. Ja, die vegane Superpower. Ah, ich kann das doch abwehren. Ah, ich kann das aber nur einmal abwehren. Schön gemein. Einfach unten reintreten. Okay, im Film war das ein bisschen cooler. Oder die veganer Polizei gekommen ist und die dann nichts ausgeschaltet hat, weil er ein Milchprodukt genommen hat. Ah. So, das war's auch mit dem dritten Ex. So, der dritte Ex ist jetzt auch Geschichte und den vierten nehmen wir uns gleich zur Brust, beziehungsweise in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich jetzt erstmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge.